drin sind Sporen. Masken auf. Alles klar. Denk dran. Ich will dir nicht ins Gesicht schießen müssen. Ah, ganz reizend. Die ganzen Sporen sind die schon länger hier. Halt nach älteren infizierten Ausschau. Ja. Gehört das hier zum Supermarkt? Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind darüber. Wir sollten ins Erdgeschoss. Diese blinden Viecher sind gruselig. Sehen wir nach, ob ansonsten alles sauber ist. Und dann lass uns von hier verschwinden. Dina, hilf mir mal. Komme. Für dich. Ich nehme es gern an. Ellie. Hier. Danke. Sei vorsichtig. Ich bin Profi. Das war's noch nicht. Die Männer zuerst.
Noch was? Nein. Weißt du was? Ich bin beeindruckt von uns. Okay. Auf zum nächsten Posten. Und da machen wir dann Pause. Wir haben es verdient. Geht nicht auf. Okay, wir machen es so. Du wirfst mich einfach nach oben durch dieses Loch. Oh, klar. Scheiße, ja. Okay, das ist gut. Dann mal los. Pass auf, wenn du hier hochkommst. Thank you.
drüben. Der Sturm hat echt zugelegt. Wie weit ist es noch zum Posten? Er kommt gleich nach der nächsten Stadt. Ich komme dir nach. Schon mal hier? Vorbeigeritten. Ich war nie hier drin. Okay. Sehen wir uns mal um. Ich sehe nach, was da hinten ist. Hier scheint schon lange keiner mehr gewesen zu sein. Jemand hat hier dicht gemacht. Da hinten ist was. Ich glaube, ich sehe ein Bett. Ob da jemand wohnt? Kommt man woanders rein? Ganze Elektronikzeug? Das muss Eugenes sein. Oh, bist du sicher? Ja, wer sonst würde an sowas herumbasteln? Definitiv Eugenes Hütte. Er war ein Firefly? Er diente mit Tommy. Ich hatte keine Ahnung. Ja, das war eine ganz üble Geschichte. Und zwar?
dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat. Tötete 3 Soldaten und 2 Zivilisten. Scheiße. Und dass er und Tommy einen Fedra-General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht, Tommy würde sowas doch nicht tun. Er war dazu fähig. Was meinst du? Er und Joel haben einiges getan, um zu überleben. Hey, da ist ein Generator. Volle Werkbank, Eugene. Ich wette, damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Wird gehen. Gute Arbeit. Oh, hallo. Den Boden. Da unten ist noch was. Geht's irgendwo runter? Hier nicht.
Na los. Was hat er hier unten? Offensichtlich ein Liebesnest. Deshalb hat er dir nichts davon erzählt. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Er war so einsam, Mann. Ist vermutlich nur ein riesiger Fernseher, den er nicht teilen wollte. Mit 80% Sicherheit. Trockenes Gras. Das erklärt einiges. Hey, er hat solche Videokassetten. Der Schwanz des Wolfs. Smash Brandy's Cooch. Sind das Pornos? Sehr interessant, Eugene. Dina! Eine Gasmaskenbombe. Oh Gott, er war so schlau. Aber ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Finden wir es raus. Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck. Gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Okay. Es... Ja. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Ach. Riecht gut. Ich meine, wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10. Wenn 1 richtig unterirdisch ist, und 10 überwältigend. Wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Du hast gesagt, das war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm.
Es hält dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine 6. Come on!
Tommy, das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby, alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr ja, so weit. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus könnte klappen. Okay. Ich mach die Tür auf. Okay, du reitest mit mir. Komm. Komm! Was ist damit? Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Oh oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Okay. Die Verätzung. Das war ich selbst. Wieso? Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und
Es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Blöde Kuh. Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Jesse? Oh, bleib einfach da, okay? Alles okay? Kannst du bitte warten? Was? Jetzt dreh dich um. Was soll der Wollt Scheiß? Ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gas? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Ganz gut. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sattel ablegen? Nein, nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten in den Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Habt gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern. Ja. Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Nein! Nora, alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lasst mich! Puta madre. Joel. Mel. Wer bist du? Rate mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns.
ein Deiner. Na los! Ja, keine Bewegung. Okay, Schimmer.